wir erleben doch in unserer privaten Lebensführung, dass wir unterschiedlichste Orientierungen und Perspektiven der Gesellschaft in uns selber vorfinden. Wir sind gleichzeitig Wirtschaftsbürger, wir sind Staatsbürger, wir sind Leute, die Familien haben, wir haben Freizeitinteressen, wir sind Gläubige in Kirchen und vieles andere mehr. Und diese unterschiedlichen Orientierungen müssen wir ja selbst in uns selbst ineinander übersetzen, um ein angemessenes Leben führen zu können. Ich habe dieses Buch geschrieben, weil ich denke, dass man auch eine lesbare und nicht zu komplexe Beschreibung für Komplexität braucht. Deswegen habe ich es geschrieben. Was ich anbiete, ist zum Beispiel die Idee, dass wir zwischen diesen unterschiedlichen Perspektiven der Gesellschaft übersetzen müssen. Eine Übersetzungsleistung würde immer darin bestehen, die andere Perspektive in ihren Erfolgsbedingungen und Limitationen zu verstehen und auch die eigenen Limitationen zu verstehen, um dann dazu zu kommen, mit der komplexen Situation selbst umzugehen. Man kann es fast auf eine witzige Formel bringen. Eine der Kompetenzen, die wir brauchen, ist womöglich die Kompetenz des Betrügers. Was ein Betrüger können muss, ist, sich in die Perspektive des anderen zu versetzen. Also jemanden, der am Starnberger See wohnt, eine Tsunami-Versicherung zu verkaufen, braucht eine unfassbar tolle Kompetenz, sich in dessen Perspektive zu versetzen, unter welchen Bedingungen der sowas kaufen würde. Und wenn man das jetzt mal positiv wendet, müsste man sagen, wer in dieser Gesellschaft was erreichen will und auch sozusagen etwas steuern will, etwas gestalten will, der muss diese anderen Perspektiven kennen und mit diesen operieren können. Also mit einem Wahrheitsanspruch, die letzte Stunde der Wahrheit zu verkünden, ist natürlich eine Frechheit. Worauf ich hinweisen möchte, ist, die Perspektivendifferenz der modernen Gesellschaft wirklich ernst zu nehmen. Deswegen sollte man dieses Buch auch lesen.